Diagnose war für mich wirklich ein Schock. Anfangs habe ich das gar nicht so gemerkt, aber das war ziemlich nachhaltig. Ich habe auch viele Ängste gehabt und habe dann aufgrund der Schmerzen, die ich schon entwickelt habe, auch meinen Beruf wechseln müssen. Ja, bei der Stammbaumanalyse wurden neben meinen eigenen Kindern auch insgesamt 12 Familienmitglieder diagnostiziert und ich fand das ziemlich schwierig. Das war auch sehr belastend, denn die Verantwortung lag irgendwie bei mir und damit musste ich erstmal umgehen. Angst vor der Zukunft hatte ich nach der Diagnose ziemlich viel, denn mir wurde bewusst, dass mein Vater seinen ersten Schlaganfall mit 51 Jahren hatte. Ich war damals schon 52 und hatte wirklich Angst, von einem Schlaganfall betroffen zu sein mit schwerwiegenden Folgen und konnte das überhaupt nicht einschätzen, wie das weitergehen soll. Also mein Wissen über die Erkrankungen habe ich in der Selbsthilfegruppe bekommen. Der Austausch mit den Patienten dort hat mir unheimlich viel geholfen, denn ich habe viel gelernt, wie die anderen Patienten damit umgehen im Alltag, wie sie mit ihren Kindern umgehen und das konnte ich dann auch in meiner Familie wiederum anwenden. Dort, der betraf auch die eigene Gesundheit, den Umgang mit Kindern, die mentale Gesundheit. Das hat mich alles stabilisiert und mich motiviert, da ein bisschen in der Selbsthilfegruppe auch mehr zu tun. Und so ist meine Arbeit dann auch entstanden. Ich finde es ganz wichtig, dass auch Jugendliche sich austauschen können, denn die fühlen sich oft alleine, die haben Probleme in der Schule oder auch bei ihren ersten Arbeitsplätzen. Wir organisieren bei unseren Treffen separate Workshops für Jugendliche. Da können die sich kennenlernen und haben dann wiederum untereinander Unterstützung. An der Selbsthilfegruppe schätze ich besonders, dass man sich nicht alleine fühlt. Man ist da so ein bisschen aufgehoben und kann sich austauschen. Und wir organisieren einmal im Jahr ein großes Treffen für alle Mitglieder und aber auch andere Fabry-Patienten und organisieren kleinere Treffen vor Ort. Hier hatten wir jetzt in München zum zweiten Mal ein kleines Treffen und da konnte man wirklich sehr deutlich sehen, wie sinnvoll das ist, denn die Patienten haben sich gegenseitig sehr gut austauschen können, welche begleitenden Therapien bei ihnen was gebracht haben oder wo man auch schlechte Erfahrungen gemacht hat und welcher Weg sich nicht gelohnt hat. Und das hilft den Patienten in ihrem Alltag sehr.